Hallo Leute, und es ist endlich mal wieder soweit. Wir sind wieder zurück bei Mass Effect mit dem Torben. Jo, hi. Und ich habe schon fast wieder die Steuerung vergessen. So, wir waren das letzte Mal. Ideal, das. Ja. Sehr lange her. Also, wir sind jetzt wieder hier. Liara ist jetzt ja da gefangen und wir müssen jetzt irgendwie befreien. Also suchen wir mal was. Ja, ich gebe einen Tipp, es ist groß. Und was ist dabei ja. Geschossen? Warte mal, wie kann ich mich nochmal in Deckung gehen? Das habe ich auch mittlerweile. Mit Leertaste? Glaube ich. Was, Leertaste? Ne, Leertaste war was anderes, egal. Wenn man Mass Effect 2 war, das glaube ich, Leertaste. Nee, ich spiele das jetzt in letzter Zeit, weil mein Mass Effect 1 ja immer abstürzt, wenn ich spiele. Deswegen spiele ich Mass Effect 2. Oh, Kali ist gleich mal da. Ja, das ist auch gleich mal. Aber auch ein bisschen dumm, ey. Die machen da Schilder, obwohl ich dran vorbeischießen kann. Ja, die gehen davon aus, dass du vor ihnen bist und nicht über ihnen. Weil wenn du vor ihnen wärst, dann wäre das Schild schon ziemlich eine scheiße Sache. Scheiß Situation. Außerdem, hier oben kannst du sowieso nicht in Deckung gehen, weil an diesen Gittern, ja, an diesem Geländer kann man. Ja, was deckt einen da, ne? Luft. Luft zwischen Gitterstäben. Aha, ein miesen Lasersteuerung, aber erstmal gucken, was da hinten ist. Hast du gerade einen miesen Laser gesagt? Nee, ein Mine. Achso. So, Scharfschütze tot. Da ist bestimmt noch mehr. Mal gucken. Aber wir sind hier nicht zum Bergbauen da. Du musst woanders suchen. Nein. Also doch, so mit dem Minenlaser, da werden wir gleich ein fettes Loch in den Erdboden bohren. Und dann. Ah. Also. Leonie Dusk wird das machen. Ja, wieder dieses. Einölige Minigame, was, wenn man es erstmal drauf hat, in Sekunden gelöst kann. Ja, das ist noch diese wunderschöne, diese Einfallsreichtum vom Spiel. Ja. Da sieht man eindeutig, dass die Spieleprogrammierer nicht gerade auf Vielseitigkeit der Minigames gesetzt haben. Ich glaube, die haben einfach nur daran gedacht, dass jemandem da dieses Minigame so sehr gefallen hat, dass man nicht davon genug haben kann. Ja, weil am Anfang war es ja cool, ne? Es war eine Herausforderung, aber wenn man es kann, ist es langweilig. Aber dafür punkte das Spiel ja bei der Story-Tiefe. Ja, sowieso. Code eingeben. Ach du Scheiße! Was war das nochmal? Wenn ich mal sehen könnte. Aha. Ach so, ja. Das ist jetzt die einzigste abwechslungsreiche Sache. Hä? Nochmal der? Wie dumm! Ja. Okay. Ich sag's mal der. Ach, scheiße. Nochmal der? Ah! Ja, ist doch viel. Ui, gewonnen. Jackpot. Really? Ich hab keine Ahnung, ob man irgendwie den Code finden kann oder ob es wirklich reiner Zufall ist. Nein, man drückt einfach immer im Kreis herum und irgendwann. Also man muss sich halt merken, ne? Man muss sozusagen. Das ist wie beim Zahlenschloss. Man dreht die Rädchen, bis man die richtige Kombination hat. Bei drei Rädchen mit jeweils 9 Stellen gibt es 999 Kombinationen. Und da gibt es eben. Ja. Deswegen, da gibt es halt eine bestimmte Anzahl an Kombinationen immer nur. So, hier unten ist kein Kraftwerk, wir kommen durch, können gleich nach oben fahren und dann wird's heftig. Dann wird's spaßig. Dann kommt mein Lieblingskroganer im ganzen Spiel. Ja, und sicherheitshalber, ich glaube, ich speichere mal vorher. Kann gar nicht speichern. Warum kann ich nicht speichern? Weil du dich in Bewegung befindest. Ey, wie dumm das Spiel. Ja, ist halt so. So gespeichert? Ja, weil also, voll. Okay, dazu will ich kurz sagen, bei Mass Effect 2 gibt es auch noch eine Stelle, an der man, ein Charakter muss irgend so ein Schild hochhalten, so ein biotisches Schild. Wie? Und dann muss man in der Gruppe da drinnen bleiben, weil man sonst von Viechern gekillt wird. Ne? Und während man sich unter diesem Schild bewegt, also das Schild sich bewegt, dann kann man auch nicht speichern. Eben weil man ja, weil man in Gefahrenzone ist. Sozusagen. Ja. Also, so. Okay, beginnen wir das ist aus Sicherheitsgründen des Spiels das gemacht worden. Dann fangen wir jetzt mit dem nächsten Dialog an. Wir haben uns mit dem Bergbaulaser reingeschmissen. Durchschlagende Feuerkraft, natürlich. Nicht wichtig, war kein Problem. Das ergibt Sinn. Holen Sie mich bitte hier raus, bevor noch mehr geht. Wir wollten gut sein, oder? Der Knopf da drüben sollte das Kraftfeld abschalten. Warten Sie, Commander. Können wir ihr vertrauen? Ihre Mutter arbeitet mit Saren. Ich bin nicht meine Mutter. Ich weiß nicht mal,
Ich weiß nicht, warum Benezia sich Saren angeschlossen hat. Ich will mit diesem turianischen Bastard nichts zu tun haben. Wenn sie zu Saren gehörte, würden die Geth sie nicht töten wollen. Haben Sie einen Tipp, wie wir hier rauskommen? Im Zentrum des Turms ist ein Aufzug. Wenigstens glaube ich, dass es ein Aufzug ist. Er sollte uns hier rausbringen. Folgen Sie mir. Jetzt kommt noch ein Autosave. Ich verstehe das alles immer noch nicht. Ich wollte noch kurz darauf hinweisen, du atmest ganz leicht ins Mikrofon. Ob Benezia was damit zu tun hatte? Saren ist auf der Suche nach der Röhre. Sie sind hier die Expertin für Proteane. Er will vielleicht, dass Sie ihm bei der Suche helfen. Die Röhre? Aber ich... Was zum Teufel war das? Diese Höhle war nie besonders stabil. Ihre ganze Schießerei und Sprengerei hat es nur noch schlimmer gemacht. Wir haben vielleicht 10 Minuten, bis hier alles zusammenbricht. Ich hoffe nur, dass der Druck keine Eruption verursacht. Joker, bringen Sie die Normandy in die Luft und peilen Sie mein Signal an. Jetzt! Zu Befehl, Commander. Anker gelichtet. Geschätzte Ankunftszeit 8 Minuten. Das muss schneller gehen. So. Aber warum sollte alles funktionieren? Ja, wäre viel zu einfach dann, ne? Oh Mann, vor diesem Kampf habe ich jetzt Angst. Es geht ab. Geben Sie auf. Das wäre eine Sache. Falls es Ihnen nicht aufgefallen ist, hier bricht alles zusammen. Berauschend, nicht wahr? Danke, dass Sie das Energiefeld für uns deaktiviert haben. Geben Sie jetzt den Doktor raus. Was auch immer Sie wollen, von mir bekommen Sie es nicht. Vielen Dank, aber sie bleibt bei uns. Das war keine Bitte. Saren will sie und er bekommt immer, was er will. Verschont, wenn möglich, die Asari. Wenn nicht, ist es auch egal. Wo willst du hin, Freund? Also, wer es jetzt noch nicht mitbekommen hat, wegen dem Brauch, deswegen ist das mein Lieblingsplan. So, weißt du jetzt, wie man wieder in Deckung geht? Ich muss einfach nur hingehen. Okay, okay, Scharfschützen sind fies, die schalte ich vorher mal aus. Jetzt so zur kleine Idee mit uns, ne? So ein Kroganer hat einen Kant, was ich jetzt nicht ganz verstehe. Wieso hat ein Kroganer einen Kant, der aus Druiden besteht? Weil normalerweise ist der Kant des Kroganers andere. Könnte sein, dass du bei Italien und Gareth falsch geskillt hast oder ausgenutzt hast und deswegen nicht mehr draufging. Naja, egal. Wer jetzt noch nicht verstanden hat, was krank ist, der krank ist halt die Kampfgemeinschaft eines Kroganers. Also, wenn ein Kroganer einen Kampf hat, dann hilft sein Krank ihm dabei. Oder der Krank kämpft für den Kroganer. Also, der Kroganer muss nicht mal selbst kämpfen. Er hat trotzdem den Ruhm dafür. Zum Beispiel, wenn er sich gerade mit einem anderen Kroganer kloppen muss und gleichzeitig noch mit einem dritten Kroganer kloppen muss, dann kann er seinen Krant schicken. Oder so. Hinbekommen. Das hätte ich nicht erwartet. Also, welchen Schwierigkeitsgrad spielen wir nochmal? Veteran. Den zweithöchsten. Okay. Ja, also der höchste ist Wahnsinn. Ne? Also,
Das ist aber auch wirklich brutal dann. Also, man muss es dann mit einem schon mal durchgespielten Charakter, also ein Charakter, also das zweite Mal sollte man sozusagen mit dem auf Wahnsinn dann spielen, weil andernfalls kann man es gar nicht schaffen. Noch 10 Sekunden und wir hätten in geschmolzenem Schwefel gebadet. Die Normandy ist nicht dafür ausgelegt, in explodierenden Vulkanen zu landen. Dabei könnten unsere Sensoren verglühen und unsere Hülle schmelzen. Nur so zur Info. Wir sind da draußen fast umgekommen und Ihr Pilot macht noch Scherze? Es war Joker, der uns gerettet hat. Er hat ein Recht darauf, ein paar böse Scherze zu machen. Verstehe. Scheint eine menschliche Eigenart zu sein. Tut mir leid, aber ich habe keine besonders große Erfahrung mit Ihrem Volk, Commander. Aber ich bin Ihnen sehr dankbar. Sie haben mein Leben gerettet. Nicht nur vor dem Vulkan. Diese Geth hätten mich sicher getötet oder mich zu Saren verschleppt. Was will Saren von Ihnen? Wissen Sie etwas über die Röhre? Ich weiß nur, dass sie etwas mit dem Verschwinden der Proteaner zu tun hat. Das ist mein eigentliches Spezialgebiet. Ich beschäftige mich schon seit 50 Jahren damit, was mit ihnen passiert sein könnte. Aber wie alt sind Sie denn eigentlich? Ich gebe es nicht gerne zu, aber ich bin nur 106. Was? Ich hoffe, dass ich in diesem Alter auch so gut aussehe. Ein Jahrhundert erscheint einer kurzlebigen Spezies wie Ihnen wie eine lange Zeit. Aber für Asari-Maßstäbe bin ich fast noch ein Kind. Darum bekommen meine Forschungsarbeiten auch nicht die gebührende Aufmerksamkeit. Nur aufgrund meiner Jugend lehnen die Asari-Lehrmeister meine Theorien über das Schicksal der Proteaner ab. Haben Sie bei Ihren Forschungen irgendetwas Interessantes gefunden? Am interessantesten sind die Sachen, die nicht bekannt sind. Es gibt erstaunlich wenig archäologische Funde von den Proteanern. Und noch weniger Erkenntnisse darüber, warum sie verschwunden sind. Es scheint fast, als ob jemand nicht will, dass das Geheimnis gelüftet wird. Als ob jemand nach dem Verschwinden der Proteaner all ihre Spuren verwischt hat. Aber ein Punkt ist am interessantesten. Meine Funde belegen, dass die Proteaner nicht die erste galaktische Zivilisation war, die verschwunden ist. Dieser Zyklus begann lange vor ihnen. Wenn die Proteaner nicht die ersten waren, wer war es dann? Ich weiß nicht. Es gibt kaum Beweise für die Existenz der Proteaner. Und noch weniger für jene, die vor ihnen da waren. Ich kann meine Theorie nicht beweisen, aber ich weiß, dass ich recht habe. Die Galaxie basiert auf einem Zyklus der Vernichtung. Jedes Mal, wenn eine Zivilisation ihren Höhepunkt erreicht, erfährt sie ein brutales Ende. Zurück bleiben nur Ruinen. Die Proteaner eroberten von einer einzigen Welt aus die gesamte Galaxie. Aber auch sie konnten jene, die vor ihnen da waren, nicht übertreffen. Ihre größten Errungenschaften, die Massenportale und die Zitadelle, basieren auf der Technologie ihrer Vorgänger. Wie alle anderen vergessenen Zivilisationen der galaktischen Geschichte, verschwanden auch die Proteaner wieder. Und ich möchte herausfinden, warum. Sie wurden von einem bewusstseinsfähigen Maschinenvolk ausgelöscht. Den Reapern. Den Reapern? Das habe ich noch nie gehört. Woher wissen Sie das? Haben Sie Beweise dafür? Auf Eden Prime gab es einen beschädigten, proteanischen Sender. Er hat mir eine Vision übermittelt. Ich bemühe mich, diese Eindrücke zu deuten. Visionen? Ja, das ergibt Sinn. Die Sender wurden entworfen, um Informationen direkt an den Verstand der Empfänger zu übermitteln. Es gibt kaum noch funktionstüchtige Sender. Kein Wunder, dass die Geth Eden Prime angegriffen haben. Die Möglichkeit, einen funktionierenden Sender zu bekommen, egal wie beschädigt, ist fast jedes Risiko wert. Aber die Sender waren nur für die Kommunikation unter Proteanern programmiert. Jegliche Informationen, die sie erhalten haben, müssen sehr unstrukturiert gewesen sein. Ich bin erstaunt, dass sie überhaupt einen Sinn daraus lesen konnten. Ein weniger starker Verstand wäre bei diesem Vorgang zerstört worden. Sie müssen über einen bemerkenswert starken Willen verfügen, Commander. Das hilft uns nicht, Saren zu finden. Oder die Röhre. Natürlich, Sie haben recht. Meine wissenschaftliche Neugier lässt mich nicht los. Leider habe ich keine Informationen, die Ihnen auf der Suche nach Saren oder der Röhre helfen könnten. Ich muss mal hier ganz kurz cutten und dann geht's sofort weiter.